Zeuge Männerkratz, Deutschland, Kaufmann 50 Jahre, 122. Verhandlungstag, 21.12.1964. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussagen auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bitte sehr. Ja. Wann, Herr Kratz, sind Sie denn nach Auschwitz gekommen? Ich kam Anfang Januar 1943. Verzeihung, ja. 43, am 15. Januar kam ich nach Auschwitz und bekam dort die Nummer 85, 0, darf ich mal nachsehen, 85908. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass ich ein Vermerk über eine Befragung des Zeugen Kratz auf Blatt 3256 der Akten befindet? Ja. Herr, ich danke schön. Herr Zeuge, Sie sind also am 15.01.43 nach Auschwitz gekommen und Jawohl. Haben dort die Nummer 85008 gehabt. Nein, 85908. 908? Jawohl. Da habe ich mich verhört, ja. 908? 908, ja. Und Sie sind aus welchen Gründen dorthin gekommen? Weil ich Jude bin. Weil Sie Jude sind, Jawohl. Also aus rassischen Gründen? Jawohl. Dankeschön. Und wo wurden Sie denn damals festgenommen und von wo aus wurden Sie denn transportiert? Ich kam aus dem Zuchthaus Brandenburg-Görden, weil ich eine Verhandlung hatte wegen der Nürnberger Gesetze. Ja. Bekam dort 2 Jahre, 6 Monate Zuchthaus und habe nach Verbüßung der Strafe wurde ich dann nach Auschwitz überstellt. Aha. Und wie Sie in Auschwitz ankamen, wo sind Sie da zunächst untergebracht gewesen? Also zuerst kamen wir wir sind in der Nacht angekommen und die allseits bekannte Begrüßung, kam ich dann in einen sogenannten Quarantäneblock. War dort im Quarantäneblock circa 8 oder 14 Tage und wurde dann dem Kommando Bauhof zugestellt. Ja. Dieses Kommando Bauhof beschäftigte sich mit Erdarbeiten, Transportarbeiten, Steine tragen und so weiter. Und eines Tages wurde meine Nummer im Block aufgerufen und ich wurde der SS-Zahnstation zugeteilt. Ja. Und wann war das ungefähr? Ich möchte nach bestem Wissen sagen, ich war ungefähr schon 4 oder 5 Wochen, 6 Wochen vielleicht in dem Kommando Bauhof, um dann für die SS-Zahnstation zugeteilt zu werden. Mhm. Es war auch da Sie am 15.01.43 hingekommen sind und außer der Quarantäne noch ungefähr 6 Wochen gearbeitet haben, kann man wohl annehmen, dass das im März gewesen sein könnte. Ja. Ende März 1943. Ja. Könnte das stimmen? Ende März 1943 zu der Zahnstation. Und wo wohnten Sie damals? Wo schliefen Sie? Also wir waren dann sogenannte kommandierte Häftlinge. Das heißt, wir nahmen an dem Appell nicht teil, sondern der wurde innerhalb des Blocks abgehalten. Und ich kam dann in Block 9. Ja, da waren die gesamte SS-Zahnstation, die waren in einer Stube. Ja, da waren Sie untergebracht? Ja. Und arbeiteten in der SS-Zahnstation? Ja, in dem Sonderkommando der SS-Zahnstation. Was ist das gewesen, Sonderkommando? Das Sonderkommando der SS-Zahnstation beschäftigt sich damit, die herausgebrochenen Zähne der Toten einzuschmelzen und die daraus entstandenen Goldbarren, die wurden dann, soweit mir bekannt war, ans SS-Reichssicherheitshauptamt nach Berlin geschickt. Ja. Nun, Kratz, wie war das? Wo kamen denn diese Zahnersatzteile her, die Sie nachher eingeschmolzen haben? Die kamen aus Birkenau. Und wer hat die denn dort abgeholt? Also ich selbst war in Birkenau nie. Ja. Also ich habe dieses Lager Gott sei Dank nicht betreten. Und das wurde uns mit in einem Sanker, das weiß ich nicht mehr genau, 2 oder 3 Mal in der Woche ein großer Kübel, der wurde dann mit diesen Zähnen rausgerissenen Kieferteilen und so weiter, der wurde gebracht. Und dann waren wir 4 Häftlinge, die das dann einschmelzen mussten. Und dann entstanden so Platten in dieser Größe. Und die wurden dann ans Reichssicherheitshauptamt zum Versand gebracht. Jawohl.
Ja, und wer hat das denn angefahren mit dem Sanka? Waren das SS-Männer oder waren das die Zahnärzte? Ja, das waren SS-Männer. Das waren also, wer namentlich, kann ich die leider nicht angeben, aber angefahren kam es immer mit dem Sanka. Immer mit dem Sanka. Ja. Ob die Zahnärzte das dort selbst geholt haben, wissen Sie nicht? Das weiß ich. Also das kann ich nicht sagen. Können Sie nicht sagen. Herr Zeuge, wissen Sie, wer diese Goldteile entfernt hat? Die sind doch vermutlich den Leichen entfernt worden, ja? Wissen Sie, wer das gemacht hat? Wer das gemacht hat, nicht, aber im Lager kursierte es. Also ich wusste zum Beispiel, dass es ein sogenanntes Kanada-Kommando gab. Ja. Und in diesem Kanada-Kommando, da sollen dann Häftlinge gewesen sein, also sollen dann Häftlinge gewesen sein, die das, also dann den Toten entfernen mussten. Ja. Und in bereitstehende Kübel dann. Also wie gesagt, Sie waren nie dort und Nein. Sie haben es deshalb auch nicht selbst gesehen. Nein. Nun, Herr Zeuge, hatten Sie nur diese Arbeiten oder hatten Sie auch zahnärztliche Arbeiten dort zu verrichten? Ich selbst hatte keine zahnärztlichen Arbeiten, sondern war nur dem Sonderkommando, das nannte sich Sonderkommando der SS-Zahnstation, zugestellt. Also ich hatte keinerlei andere technische Arbeiten, ganz gleich welche Art. Ich war dann, nach einer gewissen Zeit, ich war eben nicht dem Herrn, dem Kommandoführer, das war der SS-Hauptsturmführer Dr. Willy Frank, und der nahm mich dann so quasi als Kalfaktor. Also ich habe dann den Hausdiener gemacht, alle vorkommenden Arbeiten vom Saubermachen, Ofen, Heizen und so weiter, habe das Essen geholt für die Herren selbst und hatte dadurch eine leichte Vorzugsstellung. Die hatte ich dadurch und das habe ich bis zum Schluss gehabt. Ja. Erst habe ich aber mit schmelzen müssen, also monatelang habe ich erst diese Geschichten mit ausschmelzen müssen. Ja. Und wo wurde denn das ausgeschmolzen, in welchem Raum? Es war ein großer Raum, ca. 30 Quadratmeter, das war der sogenannte Technikraum, in dem wurden dann alle anfallenden zahntechnischen Arbeiten gemacht. Und dann war ein kleiner Nebenraum, waren wir vier Häftlinge drin. Ein Slowake, ein Franzose, ein Holländer und ich, ein Deutscher. Wir vier. Und wir haben das ausgeschmolzen. Die anderen sind nachher leider alle abgelöst worden. Das heißt, sie kamen nach Birkenau und ich bin... Warum sind die anderen abgelöst worden? Also es wurde da, also man sprach da, dass man die Leute ablöst, um... dass sie vielleicht nicht zu viel wissen sollen, nicht zu viel sehen sollen. Allerdings sind nach der Ablösung dieser drei, wo ich leider nicht weiß, was mit ihnen geschah, sind keine neuen mehr genommen worden. Also es war bis zur ziemlichen Auflösung des Lagers. Und wurde damals auch nicht mehr eingeschmolzen oder warum wurden keine neuen genommen? Das fiel so fiel das ungefähr in den Vormarsch der Russen rein, sodass dann die Geschichte eingestellt wurde. Und wir sind dann eines Nachts, also sozusagen bei Nacht und Nebel, vor den anrückenden Russen geflohen. Wissen Sie, ob dieses Ablösen Ihrer Kameraden und das Aufhören des Einschmelzens etwas zu tun hatte mit dem Einstellen der Vergasungen überhaupt? Dass da keine Vergasung mehr stattfanden, infolgedessen auch keine Ersatzteile mehr anfielen. Also diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur nicht, war das nach den dreien, als die drei wegkamen. Wann war denn das ungefähr, wie die wegkamen? Soweit erinnerlich, Dezember oder Anfang Januar 1945. Ja. Aha, Dezember 1944 oder Anfang Januar 1945. Ja. Nun, wann sind Sie dort aus dem Lager weggegangen? Ich bin mit der allgemeinen Auflösung des Lagers, mit der Flucht vor den anrückenden Russen, bin ich dann nach Mauthausen gekommen. Das war im Januar 1945. Am 18. Januar oder früher oder später? Also es muss in diesen Tagen, ich denke, zwischen dem 17. und 19. Januar. Ich wusste die Tage früher mal ganz genau, aber ich habe es leider... Ja. Nun, gerade Sie nannten vorhin
den Dr. Frank, der Sie da als Kalfaktor eingestellt habe. Wie war denn das Verhältnis zu dem Dr. Frank? Ich möchte, Herr Präsident, Folgendes sagen. Also ich kann über den Herrn Dr. Frank nur das sagen, wie er rein persönlich zu mir war und wie er mich behandelt hat. Alles Weitere, also wie er sich auf anderen Stellen gezeigt hat, beziehungsweise wessen er angeklagt ist, dazu kann ich keine Stellung nehmen. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Rein das rein persönliche Verhältnis, was wir beide hatten, das bin ich gern bereit, in voller Wahrheit hier bekannt zu geben. Ja. Also ich hatte beim Dr. Frank, er war zu mir, das möchte ich ehrlich sagen, anständig, menschlich, im Gegensatz zu den anderen Häftlingen, zu den anderen SS-Männern, die ich kannte, die ja, jede Beschreibung wäre, ist bereits genügend bekannt. Also er hatte einen durchaus anständigen Ton. Er hat sich auch für mich persönlich, ich rede allerdings nur von mir, sehr anständig eingesetzt. Ich war zum Beispiel, ich habe mir verschiedene Notizen gemacht, die sich wahrheitsgemäß zugetragen haben. Was eine der schlimmsten Sachen waren im Lager, das war der Bunker. Ich selbst war im Bunker und wann waren Sie im Bunker? Ich war im Bunker. Also ich war im SS-Sonderkommando. Da kam ich 43 hin. 1944. Bitte? 1944. Ja, und wissen Sie noch ungefähr, in welche Zeit? Im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst? Nein, Herr Präsident, das wissen Sie nicht mehr. Ich glaube innerlich im Spätsommer. Im Spätsommer. Ja. Und warum sind Sie in den Bunker gekommen? In den Bunker kam ich, der Dr. Frank hatte mir dann, es waren diverse Begebenheiten, wir waren auch dann im Frauenlager, worin er sich da betätigt hat, also was er da, hat er Verschiedenes für meine Begriffe unter den damaligen Umständen sehr anständig getan. Ich war eines Tages beim Essen holen. Und hatte für einen Frank und für einen gewissen Unrat das Essen aus der Essküche geholt. Und da traf mich mit und war dann beim Unrat in der Wohnung, in der Unterkunft, um da sauber zu machen. Und da traf mich, kam ein damaliger Arbeitsdienstführer, Sell hieß der Herr, der sich nicht des besten Rufes rühmen konnte. Und sah mich auf der Straße, ich habe vorschriftsmäßig gegrüßt, wo ich herkomme. Ich sagte ihm darauf nicht wahr, ich war beim Herrn, beim Hauptschaftsführer Unrat. Und was hast du da gemacht? Ich sage, ich habe da sauber gemacht. Ja. Was, ohne Passierschein unterwegs? Ja. Sofort in den Bunker. Das war die Begründung. Wie es mal war, weiß ich nicht. Jedenfalls erfuhr 2 oder 3 Tage später Frank davon. Und hat tatsächlich bei dem damaligen Lagerkommandanten durchgesetzt, dass ich freikam. Und kam aus dem Bunker und er hat mich wieder in sein Kommando aufgenommen. Und das Kommando bedeutete in Auschwitz eine absolute Lebensfrage. Ich bin dann bei ihm gewesen, bin da wieder bis zum Schluss gewesen. Dann kann ich auch, was die Person des Frank anbetrifft, nur das sagen, dass mir nicht erinnerlich ist, dass irgendwelche Häftlinge von ihm jemals geschlagen wurden. Das nicht. Er hat sie ab menschlich doch anständig behandelt. Dann möchte ich etwas sagen. Also dann war am Anfang, gleich am Anfang, als ich noch habe mit ihm unterhalten, und dann sagte er zu mir, wenn ich es auch nicht wörtlich wiedergeben kann, aber in der Erinnerung ist es so, dass ich es jederzeit bestimmt verantworten kann, was ich sage. Und da haben wir dieses Gebiss, also die Zähne der Leichenteile, der Goldteile, die wurden teilweise, auch wenn es zum Beispiel Kautschukstücke waren, die wurden entfernt und wurden dann auf Wachsplättchen aufgezogen, weil die damalige Industrie bereits so danieder war, dass einfach kein Zahnersatz mehr geliefert werden konnte. Er sagte, da sprach dann Frank mit mir eines Tages, ja, sagt er, wir haben hier die Leute nicht dazu, um das alles, wurde ausgebrannt, die Zähne wurden in Salzsäure gesäubert und dann auf Wachsplättchen aufgezogen, sodass sie dann als neue Garnitur zur weiteren Verwendung, wenn sie keimfrei waren, benutzt werden konnten. Und nachdem es ja irrsinnige Mengen waren, so
waren die schon irgendwie, sagen wir mal, eine Entlastung für die Fabriken, die damals nichts geliefert haben. Ich sage, ja, sag ich, hier ist niemand mehr, Herr Frank, und was können wir da machen? Und da sagte ich, im Block 11, nein, 10, da war dieser Block vom Klauberg. Sag ich, da sind ja viele Mädchen, sag ich, wenn wir das da vielleicht so arrangieren könnten, dass die, dass wir da vielleicht ein paar Mädchen haben und schaffen die Zähne dahin, die sie dann sortieren und auf Wachs aufziehen, so hätten sie auf der einen Seite die Arbeitskräfte gespart, auf der anderen Seite habe ich mir aber das allerdings gedacht, kann man auf irgendeinen Weg diese Mädchen reklamieren von irgendwelchen Versuchen. Und da wurden ja laufend Versuche gemacht von dem Klauberg. Und Frank war dieser, wenn man so sagen kann, Idee sehr zugänglich. Er ging mit mir ins Frauenlager, also ins Lager, es war ein Auschwitz-Stammlager, und in den Block 10. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er sagte dann zu mir, sagte, na such dir mal 6 oder 8 Mädchen aus. Ich konnte ja niemanden aussuchen, sondern nahm da einfach, sagte die. Und so viel ich weiß, ja, wurden diese Mädchen, die für die sogenannte SS-Zahnstation dann arbeiteten, wurden dann von den Versuchen zurückgestellt. Sodass diese Mädchen, ich habe bis zuletzt, bis zur Auflösung des Lagers war ich ja in Auschwitz, ich glaube mich erinnern zu können, dass ich einen größeren Teil davon da immer in dem Block gesehen habe. Das hat er auch getan, und diese Mädchen wurden dann reklamiert und arbeiteten für die Zahnstation. Hatten Sie denn, um dabei zu bleiben, dem Dr. Frank gesagt, erstens haben wir den Vorteil, dass wir dann die Zähne auf Wachsplättchen aufgezogen bekommen, und zweitens können wir damit den Mädchen es ersparen, dass sie zu Versuchen benutzt werden. Herr Präsident, oder ich glaube... Oder haben Sie das nur bei sich gedacht? Das habe ich bei mir gedacht. Haben Sie bei sich gedacht? Ja. Das haben Sie also nicht auszusprechen. Das wagte ich nicht auszusprechen, weil ich ja die innere Einstellung des Menschen doch nicht so genau klarlegen konnte. Das wusste ich nicht. Es also möglich wäre, dass das einzige Motiv für den Dr. Frank gewesen sein kann, hier Arbeitskräfte zu haben, um diese Dinge zu erreichen, die er erreichen wollte, nämlich diese Zähne irgendwie wieder brauchbar zu machen. Also darüber habe ich mit ihm nicht gesprochen. Ich habe allerdings, es wurde gesprochen, ich war, dass man diese Mädchen dadurch von den Versuchen zurückstellen muss. Ich erklärte ihm auch, schauen Sie, wenn sie erst mal angelernt sind, hat es ja keinen Zweck, wenn die da irgendwie zu Versuchen kommen, um dann vergast zu werden. Ja. Und sie sind auch, die sind auch zurückgestellt gewesen. Ja. Also nachdem, dann hat er mich selbst, von dem Bunker sprach ich, von der Zahnstation auch, dann wurde ich selbst mal, sollte ich sogenannt auf Transport gehen. Und Transport gehen war ja, ist ja allseitig bekannt, was es bedeutete. Und davon hat mich Frank ebenfalls zurückstellen lassen. Ich glaube, mich erinnern zu können. Und gelesen habe ich es in jedem Fall mal. Ich wurde, ob es nun jetzt bei Frank war, ich glaube es ja, weil ich einen anderen Kontakt hatte hier in dem Lager nicht. Es war, eines Tages lag ein Brief bei ihm auf dem Schreibtisch. Ich hatte sein Privatzimmer, das er da in Auschwitz hatte. Und da lag ein Brief. Und da hat er mich gesagt, geh mal her, lies dir mal das durch. Und ich habe mal das durchgelesen. Oben stand drauf der Standort Arzt Wirz. Soweit ich mich erinnere, Herr Präsident, war die Rede in dem Brief davon, dass er es nicht, also dass er mit sofortiger Wirkung, glaube ich, zur Truppe versetzt wird. Und als Begründung, er versteht es nicht, zwischen sich und den Häftlingen den nötigen Abstand zu wahren. Ich glaube, ich habe das beim Frank gesehen. Irgendwo in Auschwitz bei jemandem habe ich das gesehen. Also ich glaube, dass das bei Frank war. Das ist das, was ich dazu, ja, mich hatte von, also man, das ist das, was man, was ich persönlich im Umgang mit ihm sagen kann. Und ohne irgendwie da meinen anderen Leidensgenossen irgendwie, kann mich nicht ausdrücken, möchte niemanden in den Rücken fallen, meinen anderen Leidensgenossen, zu mir persönlich ist das die volle Wahrheit, was ich gesagt habe. Ja. Nun, Herr Zeuge, etwas anderes. Wissen Sie auch, ob Dr. Frank bei den Selektionen auf der Rampe beteiligt gewesen ist? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Geredet wurde davon, ja, weil das, was alles nach Birkenau ging, musste ja in diesem oder jenem Sinne unbedingt damit zu tun haben. Ich selbst war nie in Birkenau, ich habe ihn auch nicht gesehen.
Das ist, ich war nie da. Haben Sie ihn ab und zu mal mit dem Sanka wegfahren sehen? Ja. Zu welchem Zweck und wohin? Also den Zweck kann ich nicht angeben. Wir hatten aber, insoweit innerlich, hatten wir in Auschwitz, Auschwitz war das Stammlager. Und da befanden sich circa, ich glaube, 5 oder 6 weitere Zahnstationen, die alle im gewissen Sinne Frank unterstanden. Also soweit erinnere ich, hatten sie eine Zahnstation im Zigeunerlager, dann war eine Zahnstation in Birkenau. Dann das Zigeunerlager war doch in Birkenau. Ja, aber das glaube ich, also es zählte, man sagte Zigeunerlager und dann gab es ja in Birkenau noch andere Häftlinge aller Nationen, aller Rassen. Das Zigeunerlager war das Lager in Birkenau. Also ich war nie da, ich habe es Gott sei Dank nie betreten. Dann war die Häftlingszahnstation, dann war die SS-Zahnstation und dann waren noch in verschiedenen Nebenlagern, soweit erinnere ich, glaube ich, Buna oder Jawischewitz, da waren über und die unterstanden alle. Dr. Frank. Ja, er ist natürlich überall rumgefahren, das weiß ich. Ja. Ob er in diesem Sanka auch eventuell mal zum Krematorium gefahren ist, wissen Sie das? Nein. Nein. Und ob in diesem Sanka etwa Gasbüchsen transportiert worden sind zur Vergasung in den Gaskammern, wissen Sie davon etwas? Nein. Auch nicht. Herr Kratz, wie ist es denn nun mit folgendem, Kratz, wie ist es mit folgendem gewesen? In der Zahnstation waren doch noch mehrere Zahnärzte, nicht zum Beispiel der Dr. Schatz. Ja. Kannten Sie den auch? Jawohl. Ja. Hatten Sie mit dem auch zu tun? Ja. Und ja. Was hatten Sie mit ihm zu tun? Also, Herr Dr. Schatz, ich möchte es zusammengreifen, um nicht zu weit auszuschweifen. Also ich bin mit Schatz auch relativ gut ausgekommen. Hm. Wie mit den, also an und für sich mit allen, die in der Zahnstation waren. Da waren ja im Ganzen, waren ja 5 Herren da in der Zahnstation. Ich bin mit ihm ausgekommen. Er hat mir auch nichts getan. Das darf ich auch sagen. Ich hatte mit ihm teilweise... Schatz war ein anderer Mensch wie Frank. Ich, also auch bei den Häftlingen hatte, in den Zahnstation-Häftlingen, er war irgendwie, Frank war beliebter, wenn ich mich so ausdrücken darf. Frank war beliebter. Ja, ich kann von Schatz schlagen, unmenschlich. Nein, das kann ich nicht sagen, es wäre nicht wahr. Wissen Sie, ob Schatz auf die Yacht gegangen ist? Als Jäger? Ja. Ja, das wusste ich, also dass er Jäger ist. Das hat er erzählt. Und dass er auch dort in Auschwitz auf die Yacht gegangen ist. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nein. Wissen Sie, ob Dr. Schatz bei diesen Selektionen auf der Rampe teilgenommen hat? Ich war nicht da, also ich kann es... Ich würde hier weder was verschweigen noch irgendetwas, das bin ich allen schuldig, aber ich war nie da und ich habe ihn auch wirklich da nie gesehen. Haben Sie irgendwelche Feststellungen gemacht, aus denen Sie schließen konnten, dass diese beiden Herren von irgendeiner Selektion gekommen sind? Dass sie besonders morgens in verschmutztem und übernächtigem Zustand da ankamen? Und es kam schon vor, dass ich zum Beispiel ein Feuer gemacht habe und dass dann auch Frank, dass sie kam, ich war rasiert, gewaschen, das kam schon vor. Aber von wo selbst da, das ist mir... Also nicht. Und wissen Sie, ob einer von diesen Vorgesetzten von Ihnen an der schwarzen Wand irgendwie bei Erschießungen teilgenommen hat? Nein. Nein. Und wissen Sie etwas davon, ob Sie bei Vergasungen im Krematorium eingesetzt waren, in den Gaskammern? Nein. Wissen Sie auch nicht. Also mein Revier... Ich kam ja aus dem nicht heraus. Ich hatte wohl nachher einen Passierschein und der Weg diente nur vom Frauen, also von dem Frauenblock. Block 10. Block 10 zur, raus außerhalb des Lagers. Das war mein Weg, den ich jeden Tag mehrere Mal mache. Und zur SS-Küche. Das waren die Wege, die ich hatte. Und das andere war ja dann sauber machen, putzen und so weiter. Ja. Mhm.
Wissen Sie, ob diese beiden, Dr. Frank und Schatz, ein Motorrad besessen haben? Ich glaube, ein Motorrad war da, aber... Ja. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen? Bitte sehr. Wissen Sie, ob Dr. Frank eine Gasmaske gehabt hat? Nein. 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 Haben Sie nie eine gesehen? Nein. Und von Dr. Schatz? Weiß ich es auch nicht. Auch nicht. Danke. Herr Kratz, Sie sagten vorhin, Sie hätten, als es um die Arbeitskräfte ging, zum Einschmelzen oder Vorbereiten dieser Prothesen, ja, gesagt, hier ist niemand mehr, Herr Frank. Haben Sie tatsächlich Herr Frank zu ihm gesagt? Herr Hauptsturmführer, habe ich gesagt. Und können Sie uns irgendwelche Angaben machen über die Menge des zu Ihrer Zeit eingeschmolzenen Zahngoldes? Rohmaterial, um Gottes Willen, aber über die Menge der gelieferten Zähne, die ausgeschmolzen werden sollten, das kann ich sagen. Und da kamen Kübel, normale Kübel, die waren meistens voll bis oben hin, mit herausgerissenen Zähnen. Das kam, also es waren volle Kübel. Und was übrig blieb, das waren dann, wenn alles, also ich kann es nur gedanklich wiedergeben, weil wir leider nie Gelegenheit hatten, das zu wiegen. Also es waren schon solche Barren, Flatschen, möchte ich bald sagen, ja. Die waren, weil wir einen Block hatten, und darin kam der Zahnersatz rein. Ja, dann hatten wir Lötpistolen. Mit den Lötpistolen wurde es zum Schmelzen gebracht. Da sonderte sich das Gold von den Zähnen ab, blieb liegen und die Zähne wurden dann mit der Zange rausgeworfen. Und das wurde dann immer mehr gemacht, bis dann ein solches Stück in der Größe, sowas ungefähr, ja, mal kleiner, mal größer, in dieser Dicke, ja, das war dann, blieb dann fertig und wurde dann, kam dann zum Versand. Das waren immer... mindestens 6, 8 solche Ballen. Barren kann man nicht sagen, Barren ist, aber solche Mengen. Ja. Ja. Und wem wurde das abgeliefert? Ja, hier im Lager noch. Wem haben Sie das übergeben? Das nahm dann Frank, nahm das. Ja. 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 Die Herren Straßenmelder. Ein von uns benannter Zeuge. Ist dann nicht das Fragerecht, ist doch dann zuerst bei mir. Ja, es reicht nicht, aber. Aber ich lasse den. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Staatsanwalt, bitte sehr. Herr Zeuge, wissen Sie, ob Dr. Frank im Lager eine andere als zahnärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, so zum Beispiel als Lagerarzt? Mir nicht bekannt. Nicht bekannt. Wann ist Herr Dr. Frank abgelöst worden? Können Sie sich noch erinnern? Etwa. Also ich kann es jetzt nur in dunkler Erinnerung wiedergeben. Ich glaube, es war kurz vor dem Einmarsch der Russen, also vor dem Vormarsch der Russen. Ja. Entweder Dezember... Kann nur Ende Dezember gewesen sein, also im Dezember, beziehungsweise Anfang Januar. Und das kann ich datumsmäßig wirklich unerinnerlich, also nicht mehr erinnerlich. Ja. Kann es auch früher gewesen sein? Also bewusst erinnerlich möchte ich nicht vor dem Ende, vor November gehen. Nein, Dezember, ja. Aber Sie wissen es nicht mehr mit Sicherheit. Nein, ja. Nun, wissen Sie, von wem er abgelöst wurde? Nein, es kam niemand, als Hauptsturmführer kam damals niemand mehr hin. Kam nicht ein
Hauptsturmführer Precht. Ja. Ja. War das sein Nachfolger? Den Namen ist mir bekannt. Ne? Das kann Precht, ja, Precht war jemand da. Ich glaube ja. Ja. Aber das wissen Sie auch nicht mehr sicher. Den Namen weiß ich. Den Namen weiß ich. Ja. Gut, Sie nannten vorhin bei Ihrer Aussage den Namen Unrat. Wer war Unrat? Unrat war ebenfalls, gehörte zum Kommando der Herren, die dort drin waren. Es waren 5 Herren im Ganzen. Und war die rechte Hand, wenn ich mich so ausdrücken darf, die rechte Hand des Frank. Ja. War er Zahntechniker? Ja. Wer war noch da als Zahntechniker? Dann war zu meiner Zeit ein gewisser Zeiner, Mank, Unrat, Frank, Zeiner, Mank, Unrat, Frank. Und dann war ein Herr Grenzmann. Der Grenzmann wurde aber nach einer relativ kurzen Zeit abgelöst, weil er mir sagte, er hat es nicht ausgehalten, er kann es nicht mehr, also ihm geht es nervlich, kann er es nicht mehr. War auch einer namens Simon da? Namens Simon, auch ein Zahntechniker. Häftling oder ein Herr? Nein, ein Angehöriger der SS, ein Oberscharführer. Kann das der Herr gewesen sein, der erst mit der damaligen, ich weiß nicht, gab ja Reichswehr gab es ja nicht mehr. Der kam in der Wehrmachtsuniform, so möchte ich mich ausdrücken. Der kam zuerst zu uns in der Wehrmachtsuniform und wurde dann nach ein paar Wochen zur SS übernommen. Ja. Nun gut. Wie der hieß, weiß ich nicht mehr. Nun, das wissen Sie, dass Dr. Frank dem Zeugen Löffler, der heute mit Ihnen erschienen ist, mal sehr behilflich war? Ja, was mit Löffler war, also Löffler war mal, Frank war... In der Beziehung möchte ich sagen, also war, weiß nicht, wie ich mich jetzt richtig ausdrücken soll, er war in jedem Falle, wenn ich so sagen darf, hilfsbereit. Löffler war mal, ich glaube, abgelöst oder irgendwie. Und da habe ich dem Frank dann gesagt, dass der Löffler vorn an der Schreibstube war oder irgendwie. Also jedenfalls ist Frank dann raus und hat den Löffler dann wieder ins Kommando gebracht. Ja. Wissen Sie noch, was das für ein Kommando war, dem er zugeteilt werden sollte? Dem Löffler? War der Löffler damals in Gefahr? Ja. 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 Und Frank hat ihn wieder zurückgeholt? Ja. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja. Ich möchte da... Wollten Sie noch was sagen? Nein. Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage des Herrn Vorsitzenden gesagt, wann die Ablösung der 3 Häftlinge, die mit Ihnen in der SS-Zahnstation im Schmelzraum gearbeitet haben, vor sich gegangen sei und haben gemeint, das wäre Ende Dezember 44, Anfang Januar 45 gewesen. Ich darf Ihnen Folgendes vorhalten. Herr Dr. Frank sagt, dass die Ablösung etwa im Spätsommer 43 gewesen sei, nämlich dass da zu diesem Zeitpunkt in Birkenau die Schmelzräume eingerichtet worden seien. Können Sie sich daran erinnern? Herr Schneider, haben Sie sich nicht versprochen. Wollten Sie Sommer 43 oder 44 sagen? Spätsommer 43. 43. Spätsommer 43. 43? Ja, Spätsommer 43. Dieses Jahr ist mir in der, also für diese Begebenheit nicht erinnerlich, 43. Weil 43 erinnern Sie sich noch an Herrn Dr. Teubner? Auch diesen Namen habe ich gehört. Oder Teuber? Ja, den Namen habe ich gehört. Ja, Sie haben doch hier ausgesagt, Sie sind im Frühjahr 43 zu der SS-Zahnstation gekommen. Ja. War zu diesem Zeitpunkt schon Herr Dr. Frank Chef dieser SS-Zahnstation? Der Mank war da, das weiß ich mit Gewissheit. Der Zeiner war auch da. Es kann sein, dass der Herr, also irgendjemand anders war noch dazwischen. Bevor Dr. Frank Chef wurde. Ja, aber ich kann es Ihnen nicht, beim besten Willen, ich kann es nicht mehr genau
Nein, genau kann ich es nicht sagen. Also auch diesen Namen habe ich, ist mir in irgendeiner Beziehung in Erinnerung. Aber Sie können es nicht genau sagen? Nein. Sie können auch nicht sagen, ob etwa nach der Ablösung, nämlich nach Einstellen der Tätigkeit in dem Schmelzraum in Auschwitz I im Stammlager, diese Tätigkeit woanders durchgeführt wurde, ohne Sie. Nein, mir ist auch nicht bekannt, dass zum Beispiel, dass diese drei anderen Häftlinge dahin überstellt wurden, um einen sogenannten gleichen Raum in Betrieb zu setzen, sondern ich habe diese drei leider Gottes nie mehr im Leben wiedergesehen. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Herr Zeuge, Herr Erich Kästner hat ein Buch geschrieben, ja. Nota Bene 45, ja. Auf Seite der tägliche Kram. 236, 237 ist eine Schilderung enthalten. Ja. Da wird in einer Abkürzung von einem gewissen KR-Punkt gesprochen. Ist diese Schilderung, stammt die von Ihnen? Also ich habe mich mit dem Dr. Kästner, der mich kannte, der 45 da wohnte, wo ich wohnte, war, habe mich sehr nett und lange unterhalten. Und es war ein sehr nettes, für mich aus, also sehr nettes Verstehen. Und ich erzählte ihm davon, was ich alles so erlebt habe und wo ich während des Krieges war. Und dann erschien damals in der damaligen Neuen Zeitung ein ganzseitiger Artikel über Wert und Unwert des Menschen. Und dann in seinem Buch Der tägliche Kram. Da hat er denn etwas reingeschrieben, was also... Das auf Ihre Information, ja, kann ja man so ausdrücken. Ja, also ich habe mich, das darf man so, darf man so sagen. Herr Zeuge, es steht aber doch fest, dass Sie etwa im Spätsommer 1944, sagten Sie, in den Bunker gekommen sind. Ja. Und dass Sie dort von dem Herrn Dr. Frank herausgeholt wurden. Jawohl, nicht? Das ist wahr. So muss er also doch im Spätsommer 1944 noch bei der Zahnstation gewesen sein. Sonst hätte er Sie ja nicht aus dem Bunker herausholen können, oder? Also wenn es, Herr Präsident, wenn es zu dieser Zeit war, ja, also er hat mich auf jeden Fall auf seine Initiative hin, bin ich rausgekommen. Das wusste ich auch dann von den anderen Häftlingen, die mir gesagt haben, Mensch, hast du ein Glück, wenn der Frank nicht wäre. Und Bunker war tot, also zu Deutsch. Also wenn ich hier etwas gesagt habe, was ich vielleicht datumsmäßig, nicht erinnerungsmäßig nicht ganz sagen wir, übereinstimmt, ja, so ist jedenfalls meine Grundauslegungen sind in jedem Fall absolut wahr. Ich habe, Herr Zeuge, darum geht es uns auch gar nicht, sondern uns geht es, wir haben große Schwierigkeiten wegen der einzelnen Zeitpunkte, verstehen Sie, weil verschiedene Angeklagte dann immer behaupten, das kann nicht sein, ich war nicht mehr dort um diese Zeit und so weiter. Und deshalb ist es uns sehr darum zu tun, festzulegen, wann, wer, wo gewesen ist. Und nun hatten Sie gesagt, Sie waren im Bunker und sind auf die Initiative von dem Herrn Dr. Frank herausgeholt worden. Das steht einmal fest. Ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie können sich auf die genaue Zeit, wann Sie im Bunker waren, nicht mehr genau entsinnen. Sie glauben aber, dass es im Spätsommer gewesen sein könnte. Jawohl. Und nun frage ich Sie, wenn es im Spätsommer gewesen wäre, müsste ja der Dr. Frank zu dieser Zeit auch noch auf dem Revier tätig gewesen sein. Ja, also wenn er mich rausgeholt hat, ja. Das ist, dann ist er ja da gewesen. Ist er da gewesen. Ist er da gewesen. Das ist die Sache. Ja. Als Ihre drei Kameraden wegkamen, ja, war da Dr. Frank noch da oder war er da schon weg? Wir wollen mal eine Frage vorausschicken. Ja. Waren Sie, bevor die drei Kameraden wegkamen, schon von denen losgelöst nur für Herrn Dr. Frank tätig? Oder hatten Sie bis zuletzt mit den drei zusammengearbeitet? Ich war mit Ihnen bis zuletzt zusammen. Haben aber zu der Zeit schon für Dr. Frank gewisse Verrichtungen gemacht? Ja. Aha. Und als die drei nun wegkamen, war der Dr. Frank schon weg oder war er noch da? Das kann ich nicht genau sagen. Das können Sie nicht genau sagen. Dann eine andere Frage. Als Sie in den Bunker kamen, hat Dr. Frank Sie ja gleich wieder rausgeholt oder wurden Sie dort ganz ordnungsgemäß registriert? Ich war mehrere Tage drin. Also wurden auch richtig aufgenommen mit Personal in allem?
Ja. Herr Vorsitzender, bitte ich, aus dem Bunkerbuch 2 festzustellen, wann das Bunkerbuch endet. Daraus lässt sich nämlich dann festlegen, dass er nach diesem Zeitpunkt in den Bunker gekommen sein muss, denn er ist im Bunkerbuch nicht enthalten. Die letzte Einlieferung in diesem Bunkerbuch ist vom 1. Februar 1944. Die Entlassung vom 2. Februar 1944. Aber hier ist noch einmal eine Entlassung am 24. Februar 1944. Ich glaube, dass diese Entlassung am 24. Februar wohl die letzte gewesen ist. 2.2.44. Aber hier auf Seite 64 des Bunkerbuchs 2, da sind Entlassungsdaten eingetragen vom 21.12.43. Ach so, 43, ja. Sodass also offensichtlich diese Entlassung am 24.02.44 die letzte gewesen sein muss. Infolgedessen kann der Zeuge nicht drin eingetragen sein. Herr Staatsanwalt. Herr Kratz, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gesagt haben hier, es sagt, man habe davon geredet, Dr. Frank habe an Selektionen teilgenommen. Da bin ich durch die Presse informiert worden. Also ich hatte das so verstanden, dass das in Auschwitz war, dass man in Auschwitz darüber geredet hat, als Sie noch dort waren. Dass in Birkenau die Leute selektiert wurden, ja, das wusste jeder. Also das kann kein Mensch irgendwie... Es ist ein Wahnsinn, wenn da jemand sagt, nein, das ist nicht wahr oder er hat es nicht darum gewusst. Geht, Herr Kratz, darum geht es nicht. Was ist in diesem Zusammenhang in der Zahnstation über Dr. Frank gesprochen worden? Ist damals in der Zahnstation die Rede davon gewesen, dass Dr. Frank an diesen Dingen teilnimmt? Also wir hatten dort diverse polnische Häftlinge. Ja. Und die sprachen schon darüber, die ja nun durch den weit besseren Kontakt, den sie untereinander hatten, wesentlich besser informiert waren, ja, die sprachen schon davon. Auch in Bezug auf die Person des Dr. Frank? Also es waren alle SS-Führer, die da waren, hieß es nicht wahr, jetzt sind sie, wo sind sie denn heute? Heute sind sie in Birkenau. Mhm. Und mit dem Wort Birkenau wusste man, dass Transporte angekommen sind. Mhm. Und mit Transporten wusste man ebenfalls, dass welche dann fürs Gas bzw. für die Arbeit ausgesucht wurden. Also das war ein, möchte mal sagen, ungeschriebenes... Ja. Nun, Herr Kratz, wenn ich es so formulieren darf, war Ihnen damals das gar kein Geheimnis, dass die auf die Rampe gingen, um zu selektieren, die SS-Zahnärzte, die da bei Ihnen waren? Ein Geheimnis war es nicht. Nur... Sie waren zwar selbst nicht dabei, aber Sie... Nein, ich war nie, ich habe das Lager da draußen nie betreten, Gott sei Dank. Ein Geheimnis war es nicht, nur habe ich zu der Einstellung des Frank, ja, und ich rede immer wieder nur von mir rein persönlich, ja, beziehungsweise von den paar Häftlingen, die ich da kann, ja, die war so, dass ich es ihm ehrlich einfach nicht zugetraut habe. Sie haben es ihm nicht zugetraut? Nein, ich habe es ihm nicht zugetraut, ja, weil ich keinen Grund sah, dass er mich in dieser Art, sagen wir mal ruhig, vor vielem, vor dem Schlimmsten bewahrt hat, während er auf der anderen Seite da Menschen dem Gas beantwortet. Es war kein Grund, ich hatte nichts, was ich da geben konnte, außer meine Beine, ja, zum Laufen. Also dieses öffentliche Geheimnis in der SS-Zahnstation, das bezog sich sowohl auf Dr. Frank als auch auf Dr. Schatz, ist das richtig? Ja. Ja. Nun habe ich es Ihnen nicht zugetraut. Ja. Das gut. Nun, Herr Kratz, Sie sagten, dass Sie beim Putzen, wenn ich recht verstanden habe, wenn Sie die Wohnung da sauber machten oder das Dienstzimmer sauber, ja, machten, dass Sie da festgestellt hätten, dass die Herren morgens unrasiert und ungewaschen angekommen sind. Habe ich Sie da recht verstanden? Nein, ich sagte, es ist schon vorgekommen, ja, dass mal Herr Frank kam, wie man sich früh morgens gewaschen hat und rasiert hat. Aha. Also aber von... Ob er dann nun aus Birkenau kam, das wissen Sie nicht. Nein, weiß ich nicht. Dankeschön. Herr Richtmann-Ormann. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin von einem Herrn Grenzmann, der bei, ja, Ihnen beschäftigt war.
Er ist dann abgelöst worden, weil er es nervlich nicht durchhielt. So sagte er es mir. Und würden Sie mir sagen, was war der in der SS? Ein Unterscharführer oder was? Soweit, darf ich sitzen bleiben? Bitte entsprechen Sie zum Gericht. Soweit erinnerlich war der Grenzmann auch Zahnbehandler. Also er hat die SS-Posten operativ, also zahnmäßig betreut, behandelt. Und was hat er Ihnen nun im Einzelnen darüber erzählt? Ja, Moment, Herr Rechtsanwalt Ormond, wenn ich dazwischen fragen kann. Der Rechtsanwalt Ormond hatte Sie gefragt, ob dieser nun als SS-Mann dort gewesen sei oder als Häftling. SS-Mann. Als SS-Mann. SS-Mann. Und er war zuständig für die zahntechnische oder auch zahnärztliche Behandlung der SS-Leute. Ja, für die, jawohl. Er hat ebenfalls mitbehandelt. Er lief auch im weißen Kittel rum. Und was hat er Ihnen, Sie scheinen ja ganz gut mit ihm gestanden zu haben, was hat er Ihnen nun erzählt? Also mit Grenzmann kam eines Tages und so, sagt er dann ausdrucksmäßig, also hat sich so ausgedrückt, er wird abgelöst. Und ist dann tatsächlich so weit aus sich herausgegangen, dass er sagte, er hält das nicht mehr aus, er kann es nervlich nicht mehr. In der Nacht, da hat er alle möglichen Vorstellungen und er wird versetzt. Und er ist dann auch tatsächlich versetzt worden. Also ich habe ihn nie mehr dann nach einer gewissen Zeit wiedergesehen. Wo hat denn der Grenzmann Dienst getan? Nach dem, was er da gesagt hat, dass er es nicht aushält, muss er sowohl in der Zahnstation, er war in der Zahnstation, und ist dann ebenfalls auch, muss auch in Birkenau zu tun gehabt haben. Weil diese Sachen, das Aussuchen der Leute, es fand allerdings im Stammlager auch statt. Also es war überall, es gab da keinen geschützten Ort. Überall wurden die Leute ausgesucht. Sind denn Grenzmann und andere Angehörige, SS-Angehörige der Zahnstation, von den SS-Zahnärzten mit zum Rampendienst genommen worden? Zum Rampendienst, Sie meinen natürlich Birkenau. Ich meine den Dienst in Birkenau, nicht? Von dem wir ja vorhin gehört haben, es war ein offensichtliches Wie die Einteilung war und wer die Herren eingeteilt hat und sie dahin beordert hat, das kann ich nicht sagen. Der höchste Mann war oben der Standortarzt Dr. Wirz. Ja. Und meiner Meinung, soweit ich mich erinnere, war der absolute Chef von der ganzen Geschichte und der muss, denke ich, die Leute eingeteilt haben. Ja. Ich will nicht wissen, verzeihen Sie, wer eingeteilt hat, sondern ich will wissen, ob es üblich war, dass nicht nur die SS-Zahnärzte, sondern auch SS-Unterführer im zahnärztlichen Dienst mit nach Birkenau gegangen sind. So wie der Grenzmann. Ja, also die Herren waren alle, Die waren alle in Birkenau. Ja. Dann habe ich eine weitere Frage. Sie waren doch, nach dem, was Sie uns erzählt haben, der Bursche oder der Putzer längere Zeit hindurch bei Dr. Frank gewesen. Ja. Es muss für Sie, nach dem, was Sie berichtet haben, da er anständig zu Ihnen war, doch ein Einschnitt gewesen sein, wie Dr. Frank wegkam und Sie nicht mehr sein Bursche sein konnten. Hat sich denn da Ihre Tätigkeit geändert? Nein, soweit mir erinnerlich, war ich dann nur eine relativ sehr kurze Zeit, wie man so sagen kann, allein. Und dann waren ja die Auflösungserscheinungen, die waren ja dann überall schon wahrnehmbar. Also würde sich daraus ergeben, dass fast bis zum Schluss Sie der Putzer von Dr. Frank waren? Also bis ich mit ihm auseinanderkam, war ich das. Aha. Ja. Und das war zu einem Zeitpunkt, wie Sie eben sagen, wo schon die Auflösungserscheinungen wegen der herannahenden Russen sich bemerkbar machen. Ja. Haben Sie denn dann überhaupt noch während dieser letzten Wochen eine andere Tätigkeit ausgeübt? Nein. Nicht mehr? Nein. 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 Ich war nur gleich am Anfang, war ich in anderen Kommandos, aber nicht nachher mehr. Aha. Nein. Etwas anderes, Herr Zeuge. Haben Sie nach dem Krieg die Verbindung mit Dr. Frank aufrechterhalten?
aufrechterhalten. Ich habe keinerlei Verbindung aufrechterhalten oder gesucht, sondern ich habe Dr. Frank nach dem Krieg, ja, habe ich ihn mal gesprochen. Und zwar hat sich das so ergeben, ich wohne in Schliersee und ging eines Tages da durch den Ort und da sah ich eine Frau, eine Dame, zwei mit dem Kind, glaube ich, ja. Und ich denke, na du kennst doch, bist doch irgendwo bekannt. Und es war Frau Frank. Ich habe dann mit ihr gesprochen, ich war, wir haben uns unterhalten, ja, wo ist denn? Und sie sagte damals, sie wusste nicht, wo Herr Dr. Frank ist. Das wusste sie nicht. Dann bekam ich doch Nachricht, also nicht Nachricht, sondern dann sagte mir selbige Frau Frank, jawohl, ihr Mann ist in einem Ort in Niederbayern, so viel ich mich erinnere. Ja. Und ich wurde dann lief gegen ihn so weiter, nämlich ein Spruchkammerverfahren. Und in diesem Spruchkammerverfahren wurde ich in der gleichen Art ungefähr gefragt wie bei einem Rechtsanwalt Dr. Hildner. Der nahm das auf, was ich alles über Frank wusste. Ja, das war es. Und dann habe ich dann in den letzten Jahren gehört, er wäre in Stuttgart. Ja, aber sonst habe ich ihn... Ich habe ihn gesprochen. Nein, ich habe ihn nicht getroffen, leider. So weiter innerlich. Und Ihre Adresse war Dr. Frank bekannt? Ja. War denn Frau Dr. Frank, wie sich daraus ergibt, in Auschwitz bei Ihrem Mann gewesen und hat Jawohl. Dort gewohnt? Jawohl. Und hat ihn manchmal auf der Zahnstation besucht? Jawohl. Danke, keine Fragen. Nächste Frage. Herr Zeuge, wie Sie eingeteilt wurden zu diesem Sonderkommando bei der Zahnstation, wurden Sie da zu einer besonderen Geheimhaltung verpflichtet? Das war ein ungeschriebenes Gesetz, dass man keinesfalls mit jemandem darüber reden durfte, was da getan wird. Das wusste man und der Name Sonderkommando sagte schon im Lager unter allen nicht war, dass man, soweit es noch möglich war, die Hände auch vor diesem Kommando hochgehoben hat, um Gottes Willen, lass mich damit zufrieden. Ja, Herr Zeuge, Sie gebrauchten vorhin wörtlich folgenden Satz. Ich habe die drei Häftlinge leider Gottes nie wiedergesehen, das heißt Ihre Mithäftlinge in dem Jawohl. Sonderkommando. Ist Ihre Ansicht dass, über das Schicksal dieser Häftlinge, dass die damals in Birkenau getötet wurden, nachdem sie weggekommen sind? Haben Sie darüber Anhaltspunkte? Oder wollten Sie damit nur sagen, Sie wüssten nichts über diese Häftlinge? Ich wollte nur der Ansicht wollte ich widersprechen, aber nach späteren Formulierung. Also wissen Sie noch, was aus diesen Häftlingen geworden ist? Nein, ich habe keinen mehr wiedergesehen. Ja, wollten Sie damit Andeutungen machen, dass Sie unter Umständen umgebracht worden sein könnten? Das muss ich leider sagen. Aber ich habe niemanden. Es kann auch sein, dass der eine vielleicht tatsächlich mit befreit wurde und dann später gestorben ist. Aber wiedergesehen habe ich von den dreien, deren Namen ich noch alle weiß, habe ich leider keinen mehr. Ist Ihnen etwas bekannt von einer Anordnung in der Zahnstation, dass diese drei Häftlinge wegkommen müssten, da sie Geheimnisträger sind und getötet werden sollten? Was noch nicht heißt, dass Sie wissen, dass sie auch tatsächlich getötet wurden. Also, es wurde zu meiner Zeit, wurden mir auch zu meiner Tätigkeit, als ich da war, wurde mir schon, kam es mir schon zu Ohren, beziehungsweise wurde, wie man so sagt, darüber gemunkelt. Naja, also Sonderkommando, nicht wahr, die werden sowieso sukzessive abgelöst, weil sie eben sehr viel da gesehen haben. Also man ist schon mit dem, wenn ich es mich so ausdrücken darf, mit dem Tod vor Augen, hat man das schon da getan. Mhm. Herr Vorsitzender, ich möchte gerne eine Frage an den Herrn Dr. Frank stellen, wenn Sie erlauben. Ja, wir wollen erst mal die Vernehmung des Zeugen abschließen, nicht? Herr Dr. Kaul, von Seiten der Verteidigung sind da noch Fragen zu stellen? Dr. Frank, bitteschön. Ob er sich nicht daran erinnern kann, dass ich im
Ende Februar 1943 nach Auschwitz kam. Und mein Chef, der Chef der Zahnstation, Hauptsturmführer Täuber war. Hauptsturmführer Täuber war da bis zum Frühherbst. Und während der Zeit fand diese Schmelzanlage im ersten Stock statt. Ende 1943 wurde die Zahnstation ins Parterre verlegt und vergrößert und die Schmelzanlage nach Birkenau verlegt. Es war also im Herbst 1943. Zu der Zeit kamen nach Birkenau, der Holländer ist mir nicht bekannt, der Herr Katz und Herr Feldmann. Wie wir von Zeugen Moment, aus dem... Moment, habe ich Sie recht verstanden. Katz. Zu dieser Zeit kam nach Birkenau auch der Herr Kratz. Katz. So. Katz war ein französischer Jude. Ja. Im Verlauf dieses Prozesses haben wir erfahren, dass sowohl Herr Katz wie Herr Feldmann noch leben. Dann, ich bin, Herr Kratz, also der Zeuge, war im Bunker im Spätsommer 1944. Und nachdem Herr Kratz wieder aus dem Bunker war, bin ich relativ kurze Zeit darauf nach Dachau gekommen, im Austausch mit dem Hauptsturmführer Precht. Das war also im Ende August 1944. Von da ab war dann Hauptsturmführer Precht der Leiter der Zahnstation. Herr Kratz war während der Zeit immer noch dort. Haben Sie das gehört, Herr Kratz? Was meinen Sie dazu? Unbekannt ist mir, worüber ich mich ehrlich sehr freue, dass der Katz leben soll, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der Feldmann. Aber das mit dem Herrn Precht, das sagte ich vorher, war mir datenmäßig nicht genauso in Erinnerung, aber den Namen kannte ich und Täuber war auch. Und diese Sache im ersten Stock, da wurde zuerst geschmolzen. Aber wenn ich Herrn Dr. Frank anreden darf, dann ist es mir erinnerlich, Herr Dr. Frank, dass unten aber auch eine Zeit lang noch geschmolzen wurde, bevor das Büro für Sie eingerichtet wurde. Nein, da täuschen Sie sich, Herr Kratz. Es wurde nur oben geschmolzen in einem Raum, ja, der zum Lager hinging, ja, während unsere Zahnstation hernach zur Straße ging. Ja. Und da war kein Schmelzraum mehr unten. Da wurde bereits in Birkenau der Schmelzraum eingerichtet. Herr Doktor, ich möchte mich da... Also ich glaube, mich fest zu erinnern, wir haben eine kurze Zeit unten noch geschmolzen. Ja, wir haben unten noch geschmolzen, eine kurze Zeit. Weil es dann mit den... Jawohl. Und dann wurde Ihr Büro eingerichtet, wo ich dann so einen Kalfaktor gemacht habe. Ja, das weiß ich nicht mehr. Dann wollte ich noch etwas fragen, ob sich der Herr Kratz erinnern kann, dass der Zahntechnikermeister, also der Laborvorstand, als ich hinkam, ein Hauptschaffführer Simon war. Hauptschaffführer Simon ist dann im April oder Mai 1943 gegen den Oberschaffführer Unrat mit Dachau ausgetauscht worden, sodass Simon dann ab April oder Mai 1943 nicht mehr in Auschwitz war. Den Namen Simon, der ist mir noch irgendwie dunkel bekannt. Also, und Unrat kam etwas später. Also Unrat kam etwas später. Ja, Unrat kam etwas später. Im Moment, Herr Dr. Frank, der Rechtsanwalt Rabe wollte noch eine Frage an Sie richten. Hat sich erledigt. Bitte schön. Sonst sind... Ja, der Simon war dann, nachdem Unrat da war, nicht mehr da. Nein. Ja, wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, als Zeuge wollen Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören. Jawohl.